Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario versus, na ja, genau, Mario und Rabbids. In der letzten Folge haben wir einige der Aufgaben erledigen können. Und heute kümmern wir uns um die letzte, die wir jetzt machen können und machen wollen. Und dann gehen wir weiter und schauen, dass wir die Insel wieder auf die nächsten Planeten reisen. Und schauen, was dort abgeht. Ich frage mich sowieso, welches Land jetzt als nächstes kommt. Wir hatten einen Sandstrand, jetzt hatten wir... Da drüben. Jetzt hatten wir einen Seesturm. Seesturm, was haben wir als nächstes? Das ist eine gute Frage, ne? Ja. Da haben wir die Herausforderung. Die blaue Münzen-Herausforderung. Wir haben's. Ich würde eigentlich erst auf den anderen zugreifen. Der Flockenbrockenberg in seiner ganzen natürlichen Schönheit wirft einen langen Schatten über den Planeten und den Winterpalast. Ein kleineres, aber nicht weniger ehrgeiziges Monument für seine Schöpfer. Eine thermogravimetrische Analyse der Fassade hat ergeben, dass die sternförmige Ikonografie sowie die mit Kronen versehenen Rabbit-Ohren erst kürzlich hinzugefügt wurden. Vermutlich von einem Rabbit, der Rosalina seine Ergebenheit beweisen wollte. Interessant. Perfekt. Dann raus hier. Karte angucken. Und schauen, was wir noch machen können hier. Das Geheimgebiet. Definieren neuen Waffenskin. Das können wir dann machen, wenn wir uns hier mit den 19 Sparks um den Gegner hier kümmern. Aber jetzt würde ich sagen, ab zum nächsten Planeten. Ab. Auf Planet Nummer 3 von 5. Ich kann zu Prima Paletti reisen. Ich meine zurück zum Strahlestrand. Was meiner Meinung nach gut ist. Und dann können wir dort den Gegner besiegen, den wir mit 12 Sparks besiegen können. Und dann sollte der Strand abgeschlossen sein, meiner Meinung nach. Wenn nichts dazwischen kommt. Das sag mal her, Karte. Wird nix. Nur das da drin. Hier rein. Aber wir haben genug Sparks, um reinzukommen. Die Frage ist unser Level hoch genug? Ich hoffe doch. Besiege den Riesengumba. Das ist ein Bossfight, safe. Ich hoffe, jetzt kommen aber keine Gumbas mit Stahlhüten, weil sonst fresse ich einen Besen. Weil die Viecher hasse ich wie die Pest. Besiege Riesengumba. Ah,
Alle das Team, verstanden. Spritzer, Feuer, Spritzer, Feuer. Unrast bei Immun gegen Rasereiangriffe. Gut, dass ich nicht früher kam, der Gegner ist Level 16. Hier. Yeah. Feuerangriff. So. Damit haben wir die zwei besiegt. Wir müssen weiter. Ah, es spawnen also immer mehr Gegner hinterher. Ist egal, was ich mache. Noch mal den hier. Mach den hier. Ein Schutz von Peach. Wir machen uns alle stärker. So, unempfindlich. So, mal gucken, wie viel Schaden du machst. Ah, 800 waren das, glaube ich, ungefähr. So, dann mache ich mal was anderes. Wassersprung, den hier. Machen wir später weiter. Na los. So. So, hier.
Kriegen wir den dauernd, ist die Frage. Besser gefragt, wie schnell kriegen wir den dauernd? Peach ist fast down, kacke. Na los. So, mal gucken, wie viel Schaden es jetzt macht. Ja, am meisten Schaden macht immer noch Rebella mit ihrem Wurfding. Peach ist nicht gerade stark gegen den Typen. Schutz. Perfekt. Na los. War's das? So. Mach Mund mal stärker. Interessant. Perfekt. Wir haben's. Geil. Eine wirklich gigantische Goomba. Du hast dein erstes goldenes Prisma freigeschaltet. Du kannst jetzt damit deinen Spark-Zweig in Fähigkeiten bauen. Wie das Helden freischalten will? Was? Mit goldenen Prismen kannst du mit einem Spark-Zweig in deinen Fähigkeitenbaum der Helden freischalten. Sie werden nicht erstattet, wenn sie einmal ausgegeben hast. Ja. Okay, interessant. So. Gut.
Haben wir das auch. Dann haben wir das erledigt. Strahlestrand 79? Was habe ich denn verpasst? Ja, wahrscheinlich die Waffenskins, die ich nicht sammeln möchte, hä? Was soll's? Mir ist es wurscht, dass ich die Planeten nicht zu 100% abschließe, aber ich möchte schon mal gegen jeden Boss gekämpft haben. Das will ich halt machen, ja. Deswegen bin ich da jetzt nochmal zurück und habe den jetzt herausgefordert. Das heißt allerdings, dass wir den in Niederburg da Brocken. Ja, halt in der zweiten Welt Brocken. Lockenbrocken nicht jetzt herausfordern gehen können. Weil der wahrscheinlich viel zu stark ist. Aber schauen wir mal, was das dritte Welt zu uns sagt. Wir befinden uns im Landeanflug auf Prima Paletti. Bekannt für das warme Orange-Gelb seiner Laubwälder, sein himmlisches Kürbiskuchengewürz. Und die erbauliche Dichtkunst. Schon seit Jahren will ich diesen Planeten bereisen. Die Präsenz von Finsterzeitenergie auf diesem Planeten hat die natürliche aktive Synthese von Anthocyan-Pigmenten behindert. Und die Baumkronen der Wälder trostlos werden lassen, während seine labyrinthartigen Wälder die Besucher in eine undurchdringliche Dunkelheit hüllen, in der verzauberte Kreaturen lauern und darüber nachsinnen, ob sie helfen oder angreifen sollen. Und Kürbiskuchengewürz wird ohnehin überbewertet. Genie, war das etwa ein Witz? Okay. Labyrinthe, freue mich schon. Oh, Blatt- und Busenfreund, von floraler Weisheit habe ich geträumt. Getreues Tier, welch Trost willst du bringen? Uns Arien der Hoffnung singen? Singen! Doch was ist das? Hoffnung naht auf Adlers Schwingen? Genie, was war das denn für ein Landeanflug? Hast du deine Landungsprotokolle optimiert oder hat Rabbit Luigi mal wieder einen Topf auf der Raumgleitersteuerung verschüttet? Die holprige Landung wurde durch eine anormale Interferenz verursacht. Allerdings nicht durch Finsterzeit, sondern eher Tragik? Hinfort, Freunde! Hinfort! Auf das ihr niemals seht, solch universelles Leid. All Hoffnung hier vergeht. Das ist T.S. Tristan, Wächter von Prima Paletti und lokal renommierter Amateurdichter, meist im Selbstverlag. Ach, wehe! Wehe! Eine güldene Frisur, jetzt matt und grau und alt. Doch schlimmer als die Tortur lässt ihr Verlust mich kalt. Übersetzt heißt das, den Bäumen werden die Anthocyan-Pigmente und Carotinoid-Verbindungen entzogen, die für den Farbwechsel benötigt werden. Das ist zweifellos das Werk eines Finsterzeit-Tentakels irgendwo im verwunschenen Wald. Sturmgeläut! Sturmgeläut! Etwas vor dem Tore dreut. Bauern halten Totenwacht. Das Leben ist Käse. Gute Nacht. An einem anderen Ort, auf dem Dorfplatz, werden die Bewohner von einem zweiten Tentakel terrorisiert und noch etwas wütet dort. Allerdings ist die Brücke, die zum Platz führt, zerstört. Der einzige andere Zugang führt durch einen geheimen Gang unter Tristans Haus.
Wie hast du das alles aus ein paar ziemlich deprimierenden Gedichtzeilen herauslesen können? Eine Analyse von Tristans 7643 Gedichten hat seine Kommunikationsweise und Denkmuster offengelegt. Ich glaube, ich verstehe ihn. Ein von der Finsterzeit besudelter Wald? Ein von der Außenwelt abgeschnittenes und belagertes Dorf? Wir haben wohl keine Zeit, zwischendurch mal eine Apfelmusterei zu besuchen, oder? Tja. Ich würde allerdings sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir die Finsterzeit-Tentakel von dieser Welt besiegen. Ciao. Euer Gladius.